Ein breites Grinsen im Gesicht, gut erholt und bestens gelaunt. Jürgen Klopp ist nun offiziell neuer Trainer des FC Liverpool. Als Nachfolger des am Sonntag entlassenen Brendan Rodgers soll er dem Traditionsclub neues Leben einhauchen. 5 Monate nach seinem Abschied aus Dortmund beendet Jürgen Klopp sein Sabbatjahr für den Mythos Anfield Road. Now I'm here. Ich liebe den Begriff Fußballromantik und Anfield steht für diesen Begriff wie kein anderer Ort auf dieser Welt. Und jetzt bin ich hier. Ich bin extrem glücklich. Das ist ein großartiger Moment für mich. Ich freue mich auf das erste Training und das erste Spiel mit meinen Spielern. Ich bin vorbereitet, absolut relaxed nach 4 Monaten Urlaub und in Topform. I would say I'm in best shape. Der Hype um den 48-Jährigen ist in Liverpool riesig. Erste Wortspiele in den Medien bezogen sich auf The Kop, die Tribüne der treuesten Liverpool-Fans. Doch weder Jürgen Kop noch Klopp of the Kops wird sich durchsetzen. Für seinen neuen Spitznamen sorgte Klopp ganz allein. Let me work. I'm a totally normal guy. I came from Black Forest. Lasst mich einfach arbeiten. Ich bin ein total normaler Kerl. Ich komme aus dem Schwarzwald. Meine Mutter sitzt zu Hause gerade vor dem Fernseher, verfolgt diese Pressekonferenz und versteht kein Wort. Aber sie ist sehr stolz. Also, ich bin ein ganz normaler Kerl. I'm the normal one, maybe, if you want this. Yeah. Chelsea hat mit Mourinho the Special One, Liverpool jetzt mit Klopp, also the Normal One. Seinen ersten Auftritt an der Seitenlinie erlebt er am 17. Oktober beim Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur. 5 Tage später steht in der Europa League das erste Heimspiel an der Anfield Road an.